Moin moin und hallo zu einem neuen Produktreview. Heute die Tasche von Engpau. Engpau ist ein Hersteller für feuerfeste Taschen. Ich habe mir heute mal diese kleine bestellt für Dokumente, Handys und ähnliches. Schönes Logo hier unten dran gestickt, kann man das sehen? Ja, ich glaube wohl, ne? So, schick. Ist eine kleine Tasche. Die ist etwas kleiner wie ein DIN A4 Blatt. Ein halbes DIN A4 Blatt passt locker gefaltet hinein. Also beziehungsweise ein DIN A4 Blatt gefaltet, passt locker hinein, auf die Hälfte gefaltet, so wollte ich sagen. Von außen ist diese Tasche wie gummiert, fühlt sich das an. Es ist aber ein sehr stabiles Material und auch sehr gut und hochwertig verarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Zugehalten wird das Ganze über nicht nur ein, sondern zwei sehr stabile Klettverschlüsse, die auch gut vernäht sind, sonst würden sie hängen bleiben und abreißen. So stark sind die. Was ja auch Sinn macht, wenn das Ding geschlossen ist, soll das auch geschlossen bleiben. Gerade wenn es dann darum geht, dass das mit Hitze, Feuer oder ähnlichem in Berührung kommt. Wenn wir von innen mal reingucken, haben wir hier einen ganz anderen Stoff wie von außen. Und schwer zu erkennen, der eine ist weiß, der andere ist schwarz. Der weiße Stoff, das ist Fiberglas, das weiß ich. Und hier im Inneren sind auch noch zwei Taschen, in die man eben Handy, iPod oder sonst irgendwas stecken könnte, wenn man da nicht Gefahr laufen will, dass die mit irgendwie ins Feuer geraten oder eine Festplatte reinstecken, USB-Sticks oder. Da bleibt ja jedem seine Meinung überlassen, was er da reinstecken will. Also für den Preis bei Amazon könnt ihr es kriegen. Super Preis-Leistungsverhältnis vor allen Dingen hat mich sehr überzeugt. Ich bin schwer begeistert von dieser kleinen Tasche. Und die haben auch große Koffer im Angebot von Engpau und es ist von dem Hersteller mit Sicherheit nicht die letzte Tasche, die ich mir bestellen werde. So viel dazu. Kaufempfehlung von mir auf jeden Fall gegeben. Ich wünsche euch was, ist super. Danke, bis zum nächsten Mal.